Ja, hallo meine lieben Freunde und einen schönen Sonntag aus Slowenien. Hier auf der Autobahn kostet der Benzin 1,62 Euro auf der Autobahn. In Österreich, wenige, nicht einmal mehr 80 Kilometer entfernt, kostet der Liter Benzin 2,50 Euro auf der Autobahn. Ja, was macht denn Slowenien richtiger als Österreich? Ist Slowenien von den Sanktionen weniger betroffen als das Schmähhammerland? Ja. Das kommt davon, weil Österreich seine Lobbyisten direkt in der OMV hat. Weil Österreich die Lobbyisten am Regierungstisch hat. Jene Lobbyisten, die mit dem Kriegsgewirr in der Ukraine ihre fetten Geschäfte auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger machen. Auf Kosten der Pendlerinnen und Pendler, auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und der hohe Treibstoffpreis in Österreich mit der Mineralölsteuer und der Mehrwertsteuer noch fleißig hinaufgetrieben wird, verursacht, dass die Lebensmittelpreise steigen, ins Unermessliche gehen. Sie verursachen, dass die Heizpreise steigen, ins Unermessliche gehen. Und es wird damit verursacht, dass mehr als 8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher für den Wahnsinn einer Regierung täglich zahlen müssen. Einen schönen Sonntag noch. Aus einem Land, das offenbar seine Spritpreise anders regelt als Österreich.